und alles gleichzeitig verbrennen. Huch. Error. Combo. Error, Error, Combo. Error, 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 Combo. Ups. Ich wollte das nicht kaputt machen. Bin ich hier bei Lost oder warum spielen die Zahlen verrückt? Huch. Okay. Was ist denn jetzt los? Münzen, aber ich kann sie nicht nehmen. Ich habe gerade voll die Gänsehaut. Was ist los? Okay, sind wir das? Das ist das erste Mal. Ah, das ist unser Kamin wahrscheinlich. Hier mit dem Schornstein. Aber, hier ist dunkel. Ist das, die Wohnung von unserer Nachbarin? Oh, wir können durch die Gegend laufen. Ach, wie süß. Oh. Und hat er da eine kleine Krawatte? Oh, süß. Da ist ein Pfeil. Gehen wir einfach mal weiter. Also ich hoffe, ich habe den Mauszeiger aktiviert, sonst wäre das ein bisschen doof jetzt. Oh, die Tomorrow Bucks Bank. Oh, und wer ist der mit den Paketen? Guck mal, hier ist ein Hotel. Aber da können wir nicht rein, oder? In die Bank können wir auch nicht, oder? Nee. Können wir mit ihm reden? Hey, du! Speziallieferung! Wer bist du? Oder ich habe gerade herausgefunden, dass ich existiere. Ich habe gerade herausgefunden, dass ich existiere. Keine Sorge, ich bin nur der freundliche Postmann, der seine Runde macht. Es wird alles wieder gut. Wie lautet deine Adresse nochmal? Ich glaube, ich habe mein Haus niedergebrannt oder ich habe keinen Schimmer. Ich habe keinen Schimmer. Ja, deine Adresse scheint kürzlich, von der Liste gestrichen worden zu sein. Ziehst du um? Vergiss nicht, bei deinem lokalen Postamt deinen Nachsendeantrag zu stellen. Einen Moment, während ich deinen Brief suche. Ich weiß, er ist hier irgendwo. Woher weißt du, wer ich bin? Oh, gut, ich habe, mal sehen, 326 Pakete und Briefe direkt zu dir nach Hause geliefert. Jedes Paket und jeden Brief habe ich dort abgelegt, direkt neben dir. Direkt neben dem Feuer. Du musstest dich nicht einmal umdrehen. Exzellenter, diskreter Service. Pünktliche Lieferung, durch Regen und Schnee, aber meistens Schnee. In letzter Zeit wird es immer kälter, oder nicht? Aha! Hier ist dein Brief. Danke für den exzellenten Service. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu lesen. Oder danke, aber ich werde ihn wahrscheinlich so schnell ich kann durchklicken und ihn verbrennen. Danke für den Service. Ich bin sicher, er wird dich warm halten. Grüße. Ergebenst alles Gute. Mit freundlichen Grüßen. Lebe wohl. Es wird alles wieder gut. Hey, mein Brief. Oh, es ist so hell. Bist du noch da? Erinnerst du dich vor langer Zeit? Du und ich und die Wand zwischen uns. Wir warfen Dinge über Tage und Stunden hinweg in das Feuer. Es war so warm, wie die Umarmung einer fetten Bade im Speck. Wir dachten, uns würden die Spielsachen nie ausgehen. Wir dachten, uns würde nie die Zeit ausgehen. Wo ist sie geblieben? Raus, raus, aus dem Kamin hinaus, so wie alles andere. Oh, da gibt es noch etwas, das ich dir sagen möchte. Wusstest du? Ich bin nicht verbrannt. Das Haus brannte nieder und dann bin ich gegangen, genau wie du. Es gibt da draußen eine ganze Welt. Du kannst gehen, wohin auch immer du willst, aber du kannst niemals zurück. Was? Ich bin am Strand. Ich sorge für meine großartige Bräune. Oh, danke für die Sonnenbrille. Ich kann es nicht fassen, wie wunderhübsch ich damit aussehe. Ja, ist sie nicht schön? Schmatz! Deine Freundin, SP.
Sie hat sich einen Künstlernamen zugelegt. Kann ich den Brief verbrennen? Ah, nee. In die Bank kommen wir auch nicht. Dann gehen wir einfach mal weiter. An der Bank vorbei. Der Kleine ist echt... Oh, da ist der Chor! Der gerade im Hintergrund singt. Süß. Kann man die anklicken? Sagen die irgendwas? Oh, cool. Er läuft um die Ecke. Das ist ja geil. So richtig dreidimensional. Nee, die sagen nichts. Gehen wir mal einfach weiter. Tomorrow Corporation. Kennen wir die Hände nicht irgendwie? Die sehen doch aus wie von diesem Busfahrer, oder? Also wo der Bus dann explodiert ist in 1000 Fetzen. Okay. Hallo? Ja, willkommen. Die Tore sind verschlossen. Du solltest wahrscheinlich nicht draußen sein. Warst du nicht früher ein Busfahrer? Oder hey, was ist das da hinten im Dunkel für ein Gebäude? Oh, du erkennst mein Werk? Ja, es scheint so, als ob ich mir einen Namen gemacht hätte. Im Hebelbedienungsgeschäft. Vielleicht hast du gehört. Ich werde ein Seminar abhalten bei der kommenden zukünftige Innovation in der Hebelbedienungstechnologie-Konferenz. Du solltest vorbeikommen. Ich kann dich einigen wichtigen Personen im Geschäft vorstellen. Bring deinen Lebenslauf und deine Visitenkarten mit. Die Maschinerie wird sich nicht von selbst bedienen. Hey, was ist das da hinten im Dunkeln für ein Gebäude? Willkommen bei Tomorrow Corporation. Die Zukunft ist Tomorrow. Was macht die Tomorrow Corporation? Vielleicht kennst du Tomorrow Corporation Spielzeuge wie Fisty Scam Pop oder Meine Kindheit, das Spiel oder Little Inferno Entertainment Fireplace. Du siehst aus, als wärst du vielleicht ein Fan von einem dieser Produkte. Du bist ja völlig mit Ruß bedeckt. Könntest du die Tore öffnen, damit ich rein kann? Ob ich diese furchteinflößenden Tore öffnen kann? Meine einzige Aufgabe, die einzige Aufgabe, für die ich angestellt wurde, die einzige Aufgabe, die ich besser kann als jede andere, ist diese Tore zu öffnen. Also wenn du darum bittest, bitte erneut darum, aber diesmal mit Drama. Könntest du diese Tore öffnen, damit ich rein kann? Bitte? Und? Was? Denke an das Drama. Das ist der Moment, in dem du durch diese Tore schreitest. Was das für ein Gebäude ist. Du könntest einen Raum finden, der leuchtet wie die Sonne. Oder du könntest einen Aufzug finden, der nur nach oben fährt. Oder du könntest ein Monster mit einem Herz aus Gold finden. Oder ein fantastisches Sommerpraktikum. Aber was auch immer hinter diesen Toren ist, wirst du niemals vergessen können. Also, noch einmal mit mehr Gefühl. Pförtner, öffne diese Tore. Flinke Finger, los geht's. Bleib zurück. Lass uns sehen, was diesmal passiert. Alter, ich habe jetzt so krass die Gänsehaut nach dieser kurzen Sequenz mit diesen Geräuschen und diesen... Ja, wir sind in der Tomorrow Corporation und können mit dieser Dame mit dieser sehr modischen Brille quatschen. Ja, willkommen bei Tomorrow Corporation. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Erstens weitere großartige Informationen über die Tomorrow Corporation. Zweitens Beschwerden und Klagen betreffend ihres Little Inferno Entertainment Fireplace. Oder drittens mit einem unserer Angestellten sprechen. Mal sehen. Ich habe eine Beschwerde, mein Haus ist niedergebrannt.
Ja, danke. Bitte stell uns folgende Unterlagen bereit. Erstens deine alphanumerische Hausratsversicherungsnummer. Zweitens deine 16-stellige Kundenidentifikationsbestätigungsnummer. Und drittens dein Little Inferno Echtheitszertifikat, das du mit dem Produkt erhalten hast. Du musst diese Unterlagen an die Nummer auf unserer Webseite faxen. Ich glaube, ich habe die Dinger alle verbrannt. Ich habe kein Faxgerät. Ich glaube, niemand hat eins. Außerdem ist mein Haus niedergebrannt. Ja, ich werde auf dein Fax warten. Danke. Okay, dann würde ich gerne mehr Informationen haben über die Tomorrow Corporation. Ja, Tomorrow Corporation. Die Zukunft ist Tomorrow. Es steht auch auf unserer Webseite. Bitte geh dorthin. Ja, sehr schön. Sehr ausreichend ausführliche Informationen, wirklich. Ich würde gerne mit einem Angestellten sprechen. 000. Also auf dem Telefon wahrscheinlich die. Ja, bitte, warten. Hallo? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Was schreibst du da? Ja, dieses Gespräch kann zum Zwecke der Qualitätssicherung aufgezeichnet werden. Das sieht aber so aus, als würdest du mehr Worte schreiben als sagen. Ja, ich schreibe ein Buch im anderen Fenster. In jeder kleinen Pause. Zwischen jedem Wort. Oh, deine Multitasking-Fähigkeiten sind hervorragend. Ja, danke. Um was geht es in dem Buch? Ja, mein Buch ist eine schwelende Arbeit, ein Geheimnis, eine Romanze, eine verbotene Affäre, ein Mord, ein brennendes Herz. Es ist so ziemlich eine Autobiografie. Und wie lautet der Titel? Ja, der Titel lautet Rauchwolken über Feuerhausen. Eine spannende Fortsetzung meines letzten Buches, Das grauenvolle Geheimnis. Ich glaube, das haben wir mehrfach verbrannt. Was ist das grauenvolle Geheimnis? Ja, es ist grauenvoll. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Kann ich den Aufzug benutzen? Ja, danke der Nachfrage. Leider ist der Aufzug nur für autorisierte Angestellte der Tomorrow Corporation. Könnte ich die Toilette benutzen? Ja, die Toilette ist dem Aufzug rauf. Okay, danke. Auf Wiedersehen. Ja, danke für deinen Besuch bei Tomorrow Corporation. Und vergiss nicht, die Zukunft ist Tomorrow. Okay, dann mal ab in den Fahrstuhl. Lalalala. So. Das war ja mal eine erfreulich kurze Fahrstuhlfahrt in den 1, 2, 3, in den vierten Stock. Gehen wir einfach mal den Gang entlang. Kann da jemand mal ans Telefon gehen? Das klingelt die ganze Zeit. Oh, guck mal, der Bauplan von diesem komischen Spielzeug. Und dieses komische Fahrrad. Was auch immer diese Formel darstellen soll. Und dieses Roboter-Jungen-Ding, was dann aufgestiegen ist. Okay, ich glaube, das ist die Chefin. Oh, willkommen. Oh, es sieht so kalt da draußen aus. Bist du? Oh ja, ich bin Miss Nancy. Willkommen. Hattest du Spaß? Du hast Little Inferno Fireplace erfunden? Oh ja, da. Ja, ich habe diese Firma aufgebaut. Ich hoffe, Little Inferno hat dich gemütlich und mollig warm gehalten. Mein Haus ist niedergebrannt. Ja, Tomorrow Corporation bedauert mögliche Unannehmlichkeiten. Du siehst aus, als würdest du eine Umarmung vertragen. Oh, erinnerst du dich? Ich habe dir einen Gutschein für eine Gratis-Umarmung geschickt. Vor langer Zeit. Hast du ihn mitgebracht? Oh ja, ich habe den Gutschein für eine Gratis-Umarmung dabei. Ach du meine, da ist er ja. Wir haben schon seit Jahren keine mehr gedruckt. Mach dich für eine Umarmung mit Miss Nancy bereit. Nein! Mund zu! Ja. Hat die jetzt Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht oder warum hat die den Mund beim Umarmen geöffnet? Wie lange schneit es denn schon? Oh, es schneit, solange ich zurückdenken kann. Und es wird kälter. Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht für immer so weitergehen. Oh, aber es ist wunderschön, oder etwa nicht? Was kann denn nicht für immer andauern? Kannst du das da unten sehen? Schau, soweit du kannst. Alles, was du siehst, die ganze Stadt. Sie verlangsamt sich. Und dann, eines Tages, wird sie stoppen. Eingefroren. Wie ein Familienfoto. Das ist grauenhaft, sollen wir etwas dagegen tun? Oder? Wahnsinn, du bist furchterregend. Ich bin froh, dass wir Freunde sind. Oh, es ist niemandes Schuld. Wir könnten nicht das Wetter kontrollieren. Wenn alles gefriert, warum gehen nicht alle fort?
Du hast dein Haus niedergebrannt und du bist gegangen. Wohin wirst du als nächstes gehen? Du kannst gehen, wohin auch immer du willst. Aber du kannst nicht zurückgehen und du kannst nicht mit mir kommen. Was? Du gehst auch fort? Oh ja, ich habe gerade fertig gepackt. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich war zu lange hier und ich werde nicht jünger. Obwohl ich absolut fantastisch für mein Alter aussehe. Es gab so viele Dinge, die ich machen wollte. Wo ist all die Zeit geblieben? Oh, es ist einfach zu vergessen. Ich erinnere mich, wie ich eine Astronautin werden wollte und den Kosmos erforschen wollte und eine Symphonie komponieren wollte und zum Grund des Ozeans tauchen wollte und verlorene Städte entdecken wollte und neue Städte erbauen wollte und ein Model werden wollte. Aber bevor du dich versiehst... Oh! Wirst du auch dein Haus niederbrennen oder was willst du als... Oh, hahaha. Nein, was soll man machen, wenn man schon alles hat, was man sich hier erträumt hat? Ich weiß es nicht. Was soll man machen, wenn man schon alles hat, was man sich hier erträumt hat? Größer träumen! Okay, danke, dass du vorbeigeschaut hast. Oh, es war mir ein Vergnügen. Es ist Zeit. Es ist Zeit! Hui! Boing, boing, boing. Okay. Weg ist sie. Okay, und wir sind wieder allein. Können wir in die andere Richtung gehen? Nein, können wir nicht. Dann gehen wir doch einfach mal wieder raus. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Die Alte ist weg. Wir haben unseren Umarmungsgutschein eingelöst. Der Kleine guckt voll niedlich. Mit dieser kleinen Krawatte. Oh, süß. Und diesem gestreiften Hemd. Wie er immer so mit seinen kleinen Ärmchen wackelt. Und mit seinen Beinchen. Oh. Und diese Frisur. Oh, der Fahrstuhl ist schon da. Jo, dann gehen wir mal. Wo können wir mit der noch quatschen? Nein, scheinbar nicht. Die redet uns nur mit dem Firmenslogan an. Hat der noch was zu sagen? Willkommen zu! Oh, wie kann ich behilflich sein? Egal. Hast du jemals versucht, diesen Weg zu gehen? Den Weg dort drüben? Wohin meine Finger zeigen? Die zeigen irgendwie zum Boden. Nach rechts. Ach so. Es stellt sich heraus, da draußen ist eine ganze Welt. Okay, dann gehen wir einfach mal nach rechts. Oh, cool. Wird das jetzt irgendwie ein Open-World-Adventure? Oder... Ich folge einfach mal dem Berg... Also den Pfad hier. Ja. Oh. Eine Parkuhr. Oh. Der Wettermann. Wichtige Wettermeldung. Ein klarer Horizont. Soweit das Auge reicht. Bist du bereit aufzubrechen? Ja, ich bin bereit. Oder nein, ich kann noch nicht gehen. Ja, ich bin bereit. Wowie! Los geht's! Schließe einfach deine Augen, gehe vorwärts und glaube. Was? Wirklich? Einfach so über diese Kante dieses großen, gefährlichen Felsens gehen und glauben? Okay. Wowie! Hallo, Kind! Das war nur ein Witz. Dort unten sind überall scharfe Steine und Haie. Und puh, das ist ein langer Fall. Ich kann dich mitnehmen, weit, weit, weit weg aus dieser Stadt. Dann bist du aber auf dich alleine gestellt. Du kannst so weit weggehen, wie du möchtest. Aber wenn du gehst, wirst du dafür bezahlen müssen.
und du kannst niemals zurück. Bist du dir sicher, dass du bereit bist? Ja, sicher, ich bin bereit. Schließlich habe ich ja auch den Umarmungsgutschein schon eingelöst. Wichtige Wettermeldung. Die Sonne ist so groß, man kann sie beinahe anfassen. Das ist der Beginn von etwas Großartigem. Meldung vom Wetterballon über den Rauchwolken über der Stadt. Gute Nacht. Das war Little Inferno. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Das Ganze wurde erschaffen von Alan Blomqvist, Kyle Gabler und Kyle Gray. Alan Blomqvist hat auch programmiert und Kyle Gabler hat Design, Kunstgeschichte und Originalmusik gemacht. Und Kyle Gray hat Produktion, Animation, Design und Kunst. Was? Mobilen Programmierung? Gil Carmel? Die Jingle-Erzählerstimme, Travis Hill und Übersetzer sind viel zu viele Leute. Zum Beispiel Nicolas, Sascha, Anatol, Gabriel, Mauri, Philipp, Paul, Matthias, Luis, Dimitri, Pedro, Lorenzo, Michelle. Besonderen Dank an Katharina und Liam Blomqvist, scheinbar die Familie. Space Captain, Jordan Price, Christine, Maslow, Didi und Dexter. Hey, Didi und Dexter! Guy on Fire Piktogramm von irgendjemandem, Window Gazing, geschrieben von, lizenziert von irgendwas. Und danke fürs Spielen und ich sage danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem meiner nächsten Let's Plays. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.